Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe irgendwie so ein Ding für alte Laptops und ungefähr vor 2 Jahren habe ich mir damals ein iBook G4 gekauft von Apple und habe damit einfach rumexperimentiert. Das war sehr billig, deswegen ich wollte einfach mal ein bisschen so, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach spannend und keine Ahnung. Und dann seit ungefähr einem Jahr habe ich so den Gedanken im Kopf, Manu, da gibt es noch so einen Laptop, der auch sogar neuer ist. Und naja, auf jeden Fall, ich habe über ein Jahr so mir Gedanken gemacht, es macht doch keinen Sinn, den zu kaufen. Nein, es macht auch wirklich keinen Sinn eigentlich. Aber andererseits ist es so billig und wenn ich eine Freude dran habe. Deswegen habe ich mir ein MacBook gekauft. Jan. Ein MacBook gekauft. Und zwar von 2010. Eins dieser weißen. Und ich bin sehr glücklich damit. Ich habe das Video vor einem Monat ungefähr schon gefilmt. War damals ziemlich in Eile. Also es ist nicht mein bestes Video. Aber man sieht da einfach so noch meine Emotionen und mein Gefühl und meine Freude für so ein neues Technikschätzchen sieht man einfach in dem Originalvideo am besten. Und ich wollte es eigentlich neu filmen, aber das ist einfach nicht mehr meine Originalreaktion. Also, ja. Viel Spaß beim Angucken. Okay, also, ich werde es jetzt mal aufmachen. Also das hier, das ist die Festplatte, die ehemalig in dem MacBook drin war. Und das da ist der alte RAM. Also das MacBook hatte 2 GB RAM und es wurde dann aufgerüstet auf 4. Und ja, das ist der alte RAM. Der wurde auch mitgeschickt. Oh mein Gott. Sieht aus wie neu. Alter. Ich kann mich so über alte Technik freuen. Der Grill ist so toll. Wow. Ich habe seit 2 Jahren habe ich mir überlegt, ob ich den kaufen soll. Und keine Ahnung, der ist ja jetzt nicht teuer oder sowas. Der ist jetzt 10 Jahre alt, aber. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, wieso ich so durchdrehe.
so ein schöner Boden. Oh mein Gott. In der Anzeige, die ich, wo ich das gekauft habe, so auf eBay, da stand nur, dass der Boden vor 2 Jahren getauscht wurde. Und es war aber kein Foto. Und deswegen, ich sehe den Boden jetzt zum ersten Mal. Oh mein Gott. Okay, ich lege das doch erstmal hin. Okay. Genau, das war auch so beschrieben, dass es hier repariert wurde. Das ist auch voll okay. Also hier ist wohl dieses so ein Handbuch. Brauche ich jetzt aber nicht. Und hier, oh mein Gott, das sind sogar die CDs. Wie cool. Also hier sogar diese Aufkleber. Oh mein Gott. Das ist so cool. Wow. Ich will den gar nicht hinstellen, so schön wie der ist. Ich weiß, es ist ein uralter Laptop, aber... Schatz! Das fühlt sich so modern an, obwohl ich weiß, ist es nicht, aber das braucht es ein bisschen. Ja, alles gelesen. Das ist also jetzt mein Schatzilein. Ich benutze den Laptop wirklich fast jeden Tag für alle möglichen alltäglichen Sachen, sogar Zoom-Meetings, obwohl die Kamera wirklich nicht der Hammer ist. Und also E-Mails, googeln und Videos schauen, Netflix, YouTube, was auch immer, funktioniert super. Und ja, sogar DVDs. Der hat die Betriebssystemversion macOS High Sierra. Höher geht's auch auf normalem Wege gar nicht. Aber für mich ist es okay. Also mit einer SSD und genug Arbeitsspeicher würde ich sagen, ist der Laptop definitiv noch brauchbar. Ich bin sehr zufrieden damit. Vielen Dank fürs Zuschauen.